Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play World of Warcraft. So, wenn ich so laufe, laufe ich überall gegen. Das ist nicht so günstig. Oh, warte mal. Ich muss hier mal das bisschen leiser machen, dann ist das hier nicht so laut auf den Ohren. Hexendoktor. Ich brauche das Klebenstürmerherz. Hervorragend. Sobald ich die Zutaten habe, werde ich sie vermischen und dem Voodoo entfesseln. Gnade unseren Feinden. Mögen die Geister mit euch sein. Ich brauche Hörner von Steinkrallen wieder. Hervorragend. So. Kommt mir sehr bekannt vor. Der Text habe ich das mal. Deshalb mal nicht vorgelesen, weil das war genau der gleiche wie vorhin. So. Die letzte Zutat für das Voodoo-Ritual ist eine spezielle Kristallart namens Resonit. Man findet sie nur in den Steinschlaghöhlen westlich von hier. Passt auf die Kobolde auf, sie beschützen das Resonit mit ihrem Leben. Haltet euch vom und Unterwerfer Devo. Anscheinend haben wir fast keinen großen dummen Ork mehr, fast keine großen dummen Orks mehr, die wir dem Feind entgegenschicken können. Das ist ein Problem. Zum Glück habe ich möglicherweise eine Lösung. Nehmt diese Peitsche und geht nach Westen zur Steinschlaghöhle. In der Höhle werdet ihr ein schmutziges Koboldnest finden. Bändigt die Bestien. Mit meiner Peitsche, wenn sie erst einmal gebändigt sind, werden sie tun, was wir wollen. Kehrt zurück, wenn ihr eine anständig große Koboldarmee zusammen habt. Mit 6 Leuten? Hey, ich habe Nachricht vom Auktionshaus der Horde. Da bin ich ja mal sehr gespannt, ob sich das verkauft hat, was ich verkauft habe. Oder angeboten habe. Oder reingestellt habe. Das war ja, ihr erinnert euch bestimmt noch. Da war ja was, ne? Ich muss noch Adlereier sammeln und so. Und da oben muss ich auch noch. Ach so. Ah ja, das war die andere Quest, die ich nicht geschafft habe, weil die für Gruppen gedacht ist. Ne? So, das Hochwipfeltal. Ach, hier bin ich jetzt. Ach ja, stimmt. Ich erinnere mich. Hier sollten irgendwo Nester sein. Die Frage ist nur, wo, wie spät ist es eigentlich? Ach, hör auf. Schon wieder so spät. 13.27 Uhr, 13.28 Uhr. Wie die Zeit einfach vergeht. Krass. Das gibt's nicht. Tja, ich wollte heute eigentlich 6 Stunden aufnehmen. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme, dass ich das unbedingt will, aber ich muss ja, damit ich es schaffe, bis Level 90 noch in der Zeit. Und außerdem macht es mir ja Spaß, das muss man ja auch sagen. Es macht übrigens interessanterweise wirklich mehr Spaß, wenn du das als Let's Play, beziehungsweise so spielst, dass du halt die Questtexte auch wirklich durchliest oder gar vorliest. Das macht irgendwie viel mehr Spaß, als einfach nur die ganze Zeit die Quest anzunehmen, dann wieder da irgendwo hinzulaufen, die wieder abzugeben, nächste Quest. Ich meine, gut, so machst du es auch, aber du liest wenigstens noch die Questtexte vor oder durch und kriegst noch ein bisschen was vom Spiel mit. Oh, guck mal, ein anderer Spieler. Was ist das denn? Also das ist ja nicht, aber das ist auch viel zu hoch für das Gebiet hier. Komisch. Wieso ist sie hier, die Talvi? Ich weiß es nicht. Außerdem kommt sie von einem anderen Realm und ist nicht von diesem hier. Also ist, man muss sagen, trotz der Tatsache, dass die Server zusammengelegt sind und das alles serverübergreifend ist irgendwie, sind doch recht wenige ja, Spieler hier. Da hinten ist noch mehr Ei. Eieieiei. So. Adlerei aus Kalimdor. 6 von 8. Wieso kriege ich eigentlich hier immer nur ein Ei in einem Nest? Obwohl in einem Nest ja 3 sind. Siehst du, da sind 3 Eier drin. Wieso kriege ich dann immer nur 1? Kann mir das jemand schlüssig erklären? Nicht? Mist. Verdammt. Tja. Okay, jetzt muss ich, wo muss ich denn jetzt, hier irgendwo, warte. Ach, da ist die Höhle. Da hinten ist die Höhle, die ich zu finden begehre. Dort irgendwo. Dort versteckte sie sich im Berg. Und wir mussten sie betreten. Wo denn? Nanu? Hier? Nee. Hä? Da, ach, noch ein Stück. Okay, hier hinten. Dort war sie. Die Höhle des Löwen. Oder der Kobolde. Wo war der Eingang? Ich suchte ihn. Nicht vergebens, denn ich
sein. Immer noch nicht. Verdammt, wo ist denn der, Alter? Kann doch nicht sein. Ist das überhaupt eine Höhle? Ich muss doch eine... Ach doch, da oben. Siehst du, sag ich ja, ist eine Höhle. So, ein Kobold. Hier, ich peitsche dich jetzt aus. So, gebändigt. 1 von 6. Gebändigt den Kobolden. Tut weh aufhören. Weißt du, wenn ich den mit dem... Das ist auch so sinnvoll. Ich hau den mit der Peitsche, das tut ihm weh. Aber wenn ich den einfach mit der Axt oder mit dem... Was habe ich denn gerade ausgerüstet? Ich glaube ein Schwert. Wenn ich den damit haue, dann tut es nicht weh. Dann folgt er mir nicht. Das ist ganz seltsam. Uff, das Blöde ist jetzt... Jetzt töten die sich gegenseitig fast. Bitte nicht peitschen. Ich helfen, Horde. Huch. Hallo? Nanu, jetzt aber peitsche. So, 5 von 6 gebändigt. Und wir können das wunderschöne... diesen wunderschönen Resonit-Kristall mitnehmen. Außerdem Zinn. Da haben wir schon wieder den Zinn des Lebens gefunden. Oh Mann, der Witz wird auch langsam wirklich alt. Also langsam, na, also da weiß ich auch nicht. So. Und noch mehr dieser Kobolde. Warte. Gleich ist auch dieser Kobold gebändigt. Na komm, jetzt. Na geht doch so. Okay, und nun werden wir dich töten. Steinschlag, Felsbewahrer. Was für ein langer Name. Warum nennt man sich so? Ich weiß es nicht. Oh mein Gott, wie viele Gegner sind hier denn? Huch! Ach, Stufe 30, Mensch, ist ja krass. Wie schnell das einfach geht. Duale Spezialisierung ist verfügbar. Außerdem Krall der Klingenhauer kann ich jetzt betreten. Und Maraudon, die tückische Grotte. Ist ja toll. Noch irgendwas? Nö. Ach so, wütender Schlag. Was ist das? 10 Wut. Okay, maximal 2 Aufladungen. Warte, was? Ein mächtiger Schlag, der 228% Waffenschaden bei der Nahkampfwaffen verursacht. Ein Wutzustand ermöglicht einen Einsatz von wütender Schlag. Maximal 2 Aufladungen. Wie ein Wutzustand? Was denn ein Wutzustand? Keine Ahnung. Da stand ihm Wut. Gut. Nee, weiß ich nicht. Was ist denn ein Wutzustand? Ich muss das Ding auf jeden Fall irgendwo mal hinpacken. Mache ich auch gleich. Rüstung zerreißen brauche ich ja nicht. Glaube ich, oder? Weiß ich nicht. Ist das nicht eigentlich für Tanks und so? Ich muss mal gucken. Kochendes Blut ist eigentlich auch nicht schlecht. Ich muss hier mal gucken, dass ich das alles... wo ist er denn jetzt? Der wütende Schlag. Das ist hier alles alphabetisch sortiert. Zuschlagen habe ich auch noch. Ach so, ja, da kann ich was unterbrechen. Das will ich gerade gar nicht. Warte mal, ich pack das denn mal hier. So, und dann packe ich mal das Rüstung zerreißen raus. Wobei, den Spott brauche ich nur auch nicht unbedingt. Naja, dann lieber Rüstung. Warte mal, wo ist denn hier Rüstung zerreißen gewesen? Den Spott hatte ich ja nur drin, ich erinnere mich, weil ich ja Gegner aus der Entfernung irgendwie auf mich aufmerksam machen wollte. Und das geht natürlich nicht nur mit dem Spott, sondern auch mit diesem wunderschönen heldenhaften Wurf, der dann auch gleich auch noch Schaden verursacht. Also viel besser als Spott eigentlich. So, siehst du? Genau so. Oder ich nehme einfach das hier, wobei dann stürme ich direkt rein. Das ist egal. So, ist ja nur einer gerade. Dann passt das ja. So, da ist schon wieder so ein Kristall. Ich brauche auf jeden Fall noch ein paar Kristalle. So. Und da ist noch einer. Ha. Ach komm ey, was wollt ihr denn alle von mir? Also wirklich. So, wie kann ich das denn jetzt benutzen? Das könnt ihr noch nicht. Wie jetzt? Das kann ich noch nicht. Wieso, hä? Ein Wutzustand? Ja, was ist denn ein Wutzustand? Wo steht denn das? Ich fühle mich gerade total doof. Ich weiß nicht, wo das jetzt stehen sollte, was ein Wutzustand ist. Ich vermute, das hat irgendwas mit den Talenten zu tun. Warte mal, ich guck mal ganz kurz. Talente, Talente, Talente. Wo sind denn hier die Talente? Da sind die Talente.
Hier steht nichts von Wutzustand. Greift das Ziel sofort an für so blablabla Schaden, okay. Immer wenn ihr über weniger als 35% eurer Gesamtgesundheit verfügt, regeneriert ihr 3% pro Sekunde. Also 3% Gesundheit. Haltet euch sofort um 10% eurer maximalen Gesundheit und um zusätzlich 10% im Verlauf von 5 Sekunden. Ich nehme mal das hier. Das ist ja krass. 3% pro Sekunde, das ist ja wirklich viel. Fast. Wenn ich unter 35% bin. Erlernen wir mal das hier. Das weiß ich aber immer noch nicht, was ist denn der Wutzustand? Hä? Wie kann ich denn einen Wutzustand... Ja, hä? Ein Wutzustand? Ja, wie jetzt Wutzustand? Also, es tut mir leid, ich weiß nicht, was ein Wutzustand sein soll und wie ich das rausfinden soll, was einer ist, das weiß ich auch nicht. Da ist noch so ein Kristall, hier hinten ist noch einer. Die Kristalle sind schneller wieder da als die Gegner, das ist ganz seltsam. Na gut. Und da ist auch nochmal Zinn. Irgendwo. Ich weiß gar nicht, wo das ist. Was ist denn jetzt ein Wutzustand? Also, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja, ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben. Wobei das mir nicht viel nützen wird, weil das Video ja erst so spät rauskommt. Mist. Ist ja schon wieder ewig her, wenn das Video hier rauskommt. Dann ist die Aufnahme schon, naja, Jahre her. Nicht ganz wahrscheinlich, aber zumindest ein paar Monate. Vielleicht ein halbes Jahr oder so. Keine Ahnung, wann die Folge hier rauskommen wird. Naja, werden wir dann sehen. Jetzt erstmal diesen Steinschlag-Felsbewahrer töten. Das ist ein Wutzustand. Saget mir. Ich weiß es nicht. Also jetzt mal ernsthaft. Nicht genug. Bin da gerade sehr ratlos. Jetzt habe ich eine Fertigkeit, die ich nie einsetzen kann irgendwie. Hä, das kann doch nicht richtig sein. Also da ist doch irgendwo ein Fehler in der Matrix. So, nee, weiß ich nicht, aber muss doch irgendwo stehen. Ich gucke jetzt hier nochmal irgendwo. Bluetooth, Siegesrausch, blauer Sturmangriff, nee. Parieren, rasender Berserker, Wutanfall. Nee. Doppelt hält besser, nee. Wütender Schlag müsste ja irgendwas Passives sein eigentlich. Oder auch nicht. Ach Mist, jetzt hat der andere mir das Ding da weggeklaut. Jetzt muss ich nochmal extra reingehen und... Ach Mist. Na toll. Blöde andere Spieler. Nein, jetzt mal ernsthaft, das ist ja blöd. Jetzt muss ich hier nochmal reinlaufen, um das Ding da zu sammeln. Ich hoffe, das klaut er mir jetzt nicht auch weg. Nee, macht er nicht. Okay, gut. Ja, ist er netter. So, eine nette. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das weißt du bei Spielern nie, welches Geschlecht die wirklich haben. Ne? Könnt jetzt auch, weißt du, könnt jetzt auch ein, Nachtelf, Druiden spielen oder so, die total, oder eine Nachtelf-Priesterin, die total hübsch ist und selbst dann ein arbeitsloser Fernfahrer Mitte 50 sein oder so. Weißt du, geht ja alles. Wer weiß das schon? Wer weiß das schon? Und ich vermute, dass auch ein paar arbeitslose Fernfahrer Mitte 50 WoW spielen. Ob das wirklich so ist, keine Ahnung. Doch, bei so vielen Spielern ist da bestimmt einer dabei. Ob da jetzt unbedingt, ob er jetzt unbedingt eine Nachtelf-Priesterin spielt, weiß ich natürlich nicht, aber ist jetzt auch egal. So, ich weiß immer noch nicht, was ein Wutzustand ist. Ich meine, ich kann mir denken, dass ich dann irgendwie wütend bin, aber wie kriege ich jetzt einen Wutzustand? Was sagt mir der Tooltip zu Wut? Gar nichts. Toll. Sehr hilfreich. Wut. Nee, das hilft mir nicht weiter. Nee. Hä? Übersehe ich gerade irgendwas? Also irgendwo muss doch stehen, was ein blöder Wutzustand ist. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass man mir sagt, ja, du brauchst jetzt einen Wutzustand, um das zu benutzen und... Und man weiß nicht, was ein Wutzustand ist. Hier steht, ein Wutzustand ermöglicht einen Einsatz von... Warte, hier ist Zinn. Ermöglicht einen Einsatz von wütender Schlag. Also von dieser Fertigkeit. Maximal 2 Aufladungen.
Hä? Wie zur Hölle kriege ich einen Wutzustand? Nee. Ich kann ja nochmal nachgucken. Ich habe hier Blutdurst. Da steht nichts von Wutzustand. Erzeugt 10 Wut. Ja, toll. Nee. Nö. Überschüsse Wut habe ich nicht zur Verfügung. Verursacht 50% Waffenschaden. Verursacht blaue körperlichen Schaden. Bla, Verteidigungshaltung. Spott? Nein. Siegesrausch? Nö. Nee. 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 Auch nicht? Hä? Hier steht einfach nicht, wie ich einen Wutzustand erreiche. Hier steht nur, es braucht 10 Wut. Hä? Aber damit doch auch nicht. Also entweder bin ich total blöd oder es ist einfach Fail beim Design dieses Spiels, wenn man mir nicht sagt, was ein Wutzustand ist. Ich könnte jetzt im Chat fragen, aber das will ich jetzt auch nicht. Ist denn da überhaupt irgendjemand? Warte mal, ich guck mal. Slash wer? 0 Personen gefunden, also ja. Ach, der macht da automatisch, fügt er das hier ein. Steinkrallengebirge, hier ist ein Krieger, Craddy. Wobei der ist Level 27. Ich kann ja mal einfach, ich gebe mal Krieger 90 ein und dann finde ich doch bestimmt einen Krieger. Zum Beispiel der nette Ferkus oder Zulka oder Rockhart oder wie auch immer. Der Gilderoy Rockhart. Ich frage mal den netten Zulka, der gerade in Or... Oder ich frage mal den Ferkus, der ist gerade im Nefersturm, keine Ahnung, was er da macht. Der kann mir doch bestimmt sagen, wozu der... Was ein Wutzustand ist. Hi. Ich habe mal... Nee, warte. Hi. Könntest du mir vielleicht eine Frage beantworten? Durch eine Frage zum Krieger beantworten. So, ah, ist AFK. Willst mich verarschen? Gut, dann probieren wir halt Zulka. Warte. Hi, könntest du mir vielleicht eine Frage zum Krieger... Ach, der ist doch nicht. Er ist auch nicht so der Pro. Ja, das ist, ich habe jetzt, warte, wie heißt das? Wütender Schlag bekommen und da steht, ich brauche einen Wutzustand. Was zur Hölle ist ein Wutzustand? So, er ist AFK und schreibt trotzdem zurück. Das ist immer total schlau. Einfach sich AFK zu stellen und dann trotzdem da zu sein. Warum gibt man denn ein, dass man AFK ist, wenn man sowieso da ist? Ist ja ganz seltsam. Ich gebe mal hier so lang mal die Quest ab. Was habt ihr im Kopf? Ich brauche die Resonit-Kristalle. Endlich. Nun kann ich das Amulett mit der Voodoo-Verzauberung erschaffen. Das klingt eher wie ein Dränei. So, und nicht wie ein Troll. Ah, es ist vollbracht. Nun müssen wir ihn ausprobieren. Reist zum größten Konfliktherd im Hochwipfeltal und setzt meinen Voodoo-Stecken bei den Marodeuren von Kromgar ein, die gegen die Grimm-Totem kämpfen. Dank meiner Voodoo-Magie sollten sie ihre Schlagkraft zurückerhalten und unsere Feinde vernichten. Geht jetzt, Gorak. Okay. Das klingt echt wie so ein Dränei eher als wie so ein Troll. Ich kann das einfach nicht. In einer Krise wie dieser könnte eine verzweifelte Tat uns den Sieg bringen. Vielleicht gewinnen wir, wenn wir einen Schwarm Kobolde auf den Feind hetzen. Die Wut der Kobolde. Jetzt kommandieren wir die Koboldarmeen des Steinkrallengebirges. Klingt fast schon beeindruckend. Fast. Das Basislager der Allianz nördlich von hier wird streng bewacht.
Ach, den Bootzustand bekomme ich, wenn ich einen kritischen Treffer lande? Echt? Das steht irgendwie nirgendwo. Da steht doch echt nirgendwo. Verstehe ich nicht. Und nirgendwo oder nirgendwo? Weiß ich gar nicht. Heißt es nirgendwo oder heißt es nirgendswo? Keine Ahnung. Wo war ich jetzt? Das Basislager der Allianz. Nördlich von hier wird streng bewacht. Es ist fast uneinnehmbar. Nur nordöstlich von hier. An der Grabstätte gibt es einen Eingang. Nehmt das Koboldkriegshorn und brecht zur Grabstätte auf. Betretet sie von Osten, Gorak. Von dort aus reist ihr nach Westen, bis ihr den Punkt erreicht, den ich auf eurer Karte markiert habe. Benutzt das Horn und bringt die Wut der Kobolde über die Allianz.